beste Qualität bei ständig sinkenden Erzeugerpreisen herzustellen, ist oft zermürbend. Jahr für Jahr geben deshalb rund 2.300 Landwirte in Österreich ihren Betrieb auf. Dass es auch anders geht, beweisen neue Gemeinschaften. Erste Bauern verbünden sich mit einer Gruppe von Interessierten, auf Englisch Crowd genannt, und formen neue Modelle des Miteinander. Die Idee ist einfach. Die Konsumenten zahlen die Betriebskosten eines Hofes und erhalten im Gegenzug einen Anteil an der Ernte. Dieses Modell ist in Amerika bereits weit verbreitet und unter dem Namen Community Supported Agriculture, kurz CSA, bekannt. Auch in Österreich sind in den vergangenen Jahren die ersten Betriebe dieser Art entstanden, die durch den Verkauf von Ernteanteilen den Betrieb wirtschaftlich und organisatorisch auf ganz neue Beine stellen. So auch die Kleine Farm. Angesiedelt in Flamberg in der Südoststeiermark war die Kleine Farm einer der ersten Betriebe in Österreich, der CSA, also gemeinschaftlich getragene Landwirtschaft, praktizierte. Die ausgebildete Juristin Ulrike Klein beschloss nach ihrem Jus-Studium doch nicht Anwältin zu werden, sondern Bäuerin. 12 Jahre lang studierte sie in Amerika Theorie und Praxis dieser speziellen Form des CSA-Landbaus. 2011 kehrte sie mit ihrer Familie nach Österreich zurück, um auch hier mit diesem Modell zu arbeiten. Und wir haben gesehen, dass es in Österreich noch nicht gibt und dass das Potenzial aber sicher da wäre, oder dass Leute sich dafür interessieren würden. Und ja, deswegen haben wir das eigentlich gewusst, dass wir das machen werden von Anfang an. Familie Klein praktiziert CSA mit Freude und Leidenschaft. Das Gemüse wird nicht mehr pro Stück oder Kilo verkauft, sondern die gesamte Ernte wird auf die Mitglieder des Hofs verteilt. Die Kleine Farm vergibt pro Saison etwa 130 Anteile ihrer Ernte. Dabei gibt es kleine und große Ernteeinheiten. Und zudem kann man je nach Wunsch 26 oder 30 Wochen pro Jahr einen Ernteanteil beziehen. Rund die Hälfte der Mitglieder der Kleinen Farm bekommt ihren Ernteanteil wöchentlich in fertig gepackten Kisten in die Stadt Graz geliefert. Mittels Zahlencode haben die Mitglieder Zutritt zum Lager, wo die Kisten bereitstehen, und können dort jederzeit ihr Gemüse holen. Das faire Entnehmen ist dabei Vertrauenssache. Der Mix der unterschiedlichen saisonalen Gemüsesorten ist vielfältig und für alle gleich zusammengestellt. Die anderen Mitglieder der Kleinen Farm bevorzugen es, die frische Ernte einmal pro Woche auf einen Marktstand abzuholen. Hier gilt das Prinzip freie Entnahme. Ganz nach Bedarf holt sich jeder, was er braucht. Im Frühjahr natürlich, wenn wir weniger haben, wird das dann mehr reguliert. Dann sagen wir halt eins von dem und zwei von dem oder so. Aber so wie jetzt, wo ganz viel da ist, können sich die Leute das wirklich selber aussuchen. Das merkt ja jeder. Es ist eigentlich, spielt sich das dann super ein, weil jeder merkt, wie viel Gemüse er oder sie braucht und das eigentlich ja echt gut funktioniert. Ja, und das erste Mal, wie ich dann da einkauft habe als Mitessende, also als Mitglied, war das ziemlich komisch, weil ich habe meine Sackel und meinen Korb voll gefüllt gehabt. Und bin dann weggegangen und habe mir gedacht, irgendwas habe ich jetzt vergessen, Und auf einmal ist mir eingefallen, ich habe nicht bezahlt. Dann habe ich gedacht, jetzt habe ich nicht bezahlt. Und dann ist mir eingefallen, ja, ich habe ja schon längst bezahlt. Bezahlt wird nämlich schon zu Saisonbeginn oder auch in monatlichen Beiträgen. Bei der Hauptversammlung am Anfang des Jahres wird den Mitgliedern erklärt, welche Aktivitäten übers Jahr am Bauernhof passieren werden, welches Gemüse angebaut wird und wie viel Budget der Hof braucht, um zu existieren. Dieses Budget wird dann auf die Anzahl der Mitglieder aufgeteilt und gemeinsam getragen, je nach finanzieller Möglichkeit der Einzelnen.
Bei der Hauptversammlung passiert es dann so, dass jeder seinen konkreten Beitrag auf einen Zettel schreibt. Das wird in einen Hut geworfen und zum Schluss wird eben zusammenzählt und insgesamt müssen wir eben auf die Kostendeckung kommen. Und manche zahlen dann mehr und manche weniger. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt einfach für uns, dass wir nicht nur hochqualitatives Essen für finanziell leistungsstarke Menschen machen, sondern dass jeder eben teilnehmen kann. Ich bin halt Studentin und ich habe halt manchmal wieder mehr Geld, manchmal weniger Geld. Und eigentlich kommt es mir voll zugute, dass ich einfach weiß, okay, übers Jahr kann ich fix mit dem und dem rechnen. Und auch, dass es halt umverteilt wird, ist super, weil ich, ja, dann weiß ich, kann es mir auch leisten, auch wenn ich halt nicht so viel Geld habe gerade. Ein kleiner Ernteanteil wird mit einem Beitrag von rund 480 Euro pro Jahr kalkuliert. Das entspricht rund 16 Euro für die wöchentliche Ration Frischgemüse und reicht für einen kleinen Haushalt. Es geht nicht nur darum, dass die uns jetzt finanziell unterstützen. Es ist jetzt nicht nur so ein Kunde, der halt irgendwas kauft, sondern es geht auch darum, dass die Verbindung der Menschen mit der Erde, die sie ernährt, gestärkt wird. Und das versuchen wir halt auch zu fördern, diese Verbindung, indem wir eben immer wieder Leute einladen zu uns. Es gibt halt Gelegenheiten mitzuarbeiten, jeden Freitagnachmittag. Und es gibt auch Gelegenheiten, also bei uns am Hof mit zu feiern. Also wir machen halt Feiern, die wir an den Jahreskreisfesten orientieren. Also wir machen immer so am 1. Mai so ein kleines Fruchtbarkeits-Maibaum-Aufstehen-Ritual. Das Feiern stärkt die Gemeinschaft der kleinen Farm. Die einzelnen Mitglieder lernen sich dadurch besser kennen und genießen den Lauf der Jahreszeiten. Also hier, wenn man jetzt die Gemeinschaft betrachtet, dass die gemeinsam etwas mit den Bauern als einen Kontakt aufbaut und beziehungsweise dann auch noch untereinander eine verstärkte Gemeinschaft hat, das ist einfach das Tolle. Also sonst geht man irgendwo in ein Einkaufszentrum oder auf einen Markt und trifft zwar den Bauern, aber diese Beziehung, wo ist das gewachsen, also wo ist das geerntet dann, wie ist das mit der Gemeinschaft, der Kontakt, der ist mir da sehr wichtig. Ja. Und ist auch sehr schön. Ja.